Hallo, für die heutige Pause kriegt sie von mir ein Rätsel. Dazu habe ich mein Rätselbuch mit. Und zwar ist es ein Olympiarätsel. Ihr müsst euch jeden Buchstaben, der am Anfang der richtigen Antwort steht, merken und aufschreiben. Und am Ende ergeben die Buchstaben ein Wort. Die erste Frage. Wann sind die nächsten Olympischen Spiele? Ist das A 2022, L 2024, B 2023 oder H 2021? Was glaubt ihr? Schreibt den richtigen Buchstaben auf mit der richtigen Antwort, dann habt ihr den ersten Buchstaben. Frage 2. In welchen Jahreszeiten finden die Olympischen Spiele statt? Ist es A. Sommer und Winter, C. Winter und Herbst, F. Sommer und Frühling oder S. Frühling und Herbst? Frage Nummer 3. Was gibt es bei den Olympischen Spielen zu gewinnen? N. Pokale, P. Medaille, U. Auto oder G. Blume. Frage Nummer 4. Wo entstanden die Olympischen Spiele? War das A. in Italien, D. in Ägypten, E. in Österreich oder P. in Griechenland? Und die letzte Frage des heutigen Rätsels. Wie viele Ringe hat das Logo oder das Zeichen der Olympischen Spiele? Ist es Y5, T6 Ringe, Z7 Ringe oder R8 Ringe? Wenn ihr jetzt alle Fragen richtig beantwortet habt, dann kommt ein Wort raus. Ich bin gespannt. Viel Spaß!